Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables 3, der Schmerz der Schneekönigin. Wir sind jetzt hier in diesen Raum gelangt, nachdem ich viel zu lange an dem letzten Rätsel gehangen habe. Aber wir sind jetzt hier drinne und schauen uns mal um. Ich weiß nicht, da fehlten mir, glaube ich, noch Sachen, da brauche ich gar nicht hingucken. Dies muss die Schatzkammer des Königreichs sein. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal auch schon erwähnt. Dann haben wir den Schalter betätigt. Das heißt, wir müssten eigentlich eher wieder zurück. Ist da denn, hier gibt es halt noch was. Die Tür bewegt sich kein Stück. Hier haben wir, glaube ich, alles mitgenommen. Prinzenfigur. Könnte ich denn die Prinzenfigur mal einsetzen? Und überhaupt war hier noch ein Bonusding? Nicht, dass ich das übersehe. Das Bild verändert sich dann halt immer. Okay, gut. Lassen wir das einfach mal. Was haben wir hier? Bringe die Rose zum Leuchten, indem du jede Etappe des Rätsels abschließt. Wie denn? Hä? Hä? Was? Wie habe ich das jetzt gemacht? Aha. Und dann kann ich hier so die Gradzahlen ändern. Also hier kann ich nicht mehr klicken. Wenn ich zurückgehe... Ich verstehe das gerade nicht. Gut, dann gehe ich mal weiter vor. Aha. Ach, hier. Da ist ja so eine Rose. Ich weiß gerade noch nicht, was das zu bedeuten hat. Aber wir kriegen es sicherlich hin. Ist das die blaue Rose, die gemeint ist? Oder das ist ja eher eine. Warte, das war ja schon richtig. Aha, okay. Ach, hier sind einfach verschiedene Rätsel. Dann muss ich ja nur das hier hinkriegen, oder? Was soll ich denn hier jetzt machen? Das mit den Schaltern hier irritiert mich noch ein bisschen. Wahrscheinlich soll ich direkt da drauf kommen können, oder wie? Geht doch aber gar nicht. Ganz schnell, oder was? Nee, das haut... Ich muss das nicht verstehen, oder? Egal, es hat geklappt mit ganz schnell. Kling, klang, klong. So. Das kann ich nicht mehr machen, das kann ich nicht mehr machen. Was soll ich jetzt noch machen? Was denn noch? Hier in den Seiten irgendwas. Musik ist voll laut. Ach, warte. Hier, ich kann das Bild noch verändern. Tada! Geschafft. Tada! Die Rose leuchtet. Und? Wer ist das denn jetzt? Der kleine Kai? Kai ist zu verängstigt. Ich muss ihn noch ein wenig mehr überzeugen. Hier krieg ich eine Prinzenfigur. Oder hier das Bild von ihm selber? Come on, we have to get back to my father. He'll know how to save the other children. The Snow Queen's portal should take us right to the village. Mhm. Und jetzt hauen wir mit ihm einfach ab, oder? Hm. Komme ich dann auch wieder zurück? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Das ist dieses Portal, das meinte er damit. Okay, wenn das so ist... Dann wimmeln wir mal wieder. Das kriegen wir ja langsam hin. Oder ich, naja, das liegt natürlich daran, dass ich jetzt auch schon sehr viele Wimmelbildspiele gespielt habe. Und dann. Ach ja. Spring einem die Dinge ins Auge. Wie gesagt, die ersten Objekte, die gucke ich nicht unten in der Leiste. Die klicke ich hier gerade willkürlich dann einfach an, weil das liegt halt hier schon so rum. Alles, was überflüssig herumliegt oder so. Ja. Wird mitgenommen. Jetzt fange ich an zu gucken. Wo ist denn hier das Ding? Sieht aus wie eine Kugel. Da. Oder die Erde war das. Klar. Globus, Erde. So, dann so eine grüne Scheibe. Da oben.
dann so ein Ding hier und das da. Tada! Ein Globus. Jetzt haben wir schon zwei, das ist aber trotzdem immer noch nicht so viel. So, was gibt's hier noch? Diese Höhle ist vor Plünderern verschont geblieben. Die Schätze und so weiter. Das hier blinkt, das blinkt doch so, es verändert sich. Das ist bestimmt so ein Chamäleon-Objekt. Nein. Oh, Menno. Kann ich denn hier eigentlich was machen? Also es war eine Inschrift, die mir das sagt und so, aber vielleicht kann ich damit ja auch noch was machen. Ich glaube aber eher gerade nicht. Habe ich dann jetzt hier alles bekommen? Was man so kriegen kann? Ich glaube schon. Gut. Ich muss die Kinder von hier fortschaffen. Ich bemühe mich ja schon. Die Wand hat einen großen Riss, doch er ist noch nicht groß genug. Und so weiter. Wieso denn? Ich habe doch jetzt alles gemacht. Das hat doch hier richtig... Hier steht geschrieben, das goldene Kind erstrahlt. Ach ja, das hatten wir auch schon. Was ist hier unten? Einem Kind scheint über diese Öffnung die Flucht gelungen zu sein. Aha. Moment, dann ist der Kai da hinten und wo ist der jetzt? Und kann der mir nicht draußen helfen, durch diese eine Lücke zu kommen? Das wäre natürlich toll. Ich gucke wieder vorsichtig nach einem Chamäleon-Objekt. Aber ich habe keins gefunden. Silberpfeil. War hier noch was? Da glitzert's noch. Ach, hier kann ich auch wimmeln. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja. Gut, jetzt gucke ich wieder. Grünes Teil. Dieses Ding da mit dem lila Stein und ein bunter Flügel und das war es dann auch schon wieder. Ja, das ist natürlich auch nicht die eleganteste Lösung, was ich hier immer mache, ne? Also statt zu gucken, dann immer einfach draufklicken, aber irgendwie klappt es immer so schön gut, deswegen, ja. Ohne seinen Silberpfeil hier, da gehört er hin. Tata! Ah, jetzt kriegen wir die Kelche langsam zusammen, ich merk's schon. Gut. Gibt es denn hier noch was, was ich machen kann? Kann ich das hier in den Stift mitnehmen? Nein. Gut. Dann. Gut. Dann wieder raus. Was habe ich jetzt? Phönixporträt. Nee, da kann ich das nicht gebrauchen. Hier habe ich auch schon 100-mal reingeguckt. Ich würde jetzt nur gerne mal gucken. Hier soll ja das Kind eigentlich durchpassen, oder ich weiß auch nicht wer. Zwei Kelche fehlen mir noch, dann haben wir es durch. Wo soll ich denn eigentlich hin? Interessantes. Okay, warte mal, was ist mit der Tür? Die hatte kein Schloss, aber wie kriege ich die auf? Liebe Leute. Weiß ich nicht. Dann gehen wir hier erstmal wieder weg. Wo bin ich jetzt? Bin ich wieder zu weit? Ich weiß auch nicht, wo ich hier gerade langlaufen soll. Es ist alles so kompliziert. Hier eine Krone. Die muss ich da dann noch einsetzen. Da war ich eh gerade schon. Ich weiß gerade nicht, mit einer Prinzenfigur. Ah, da haben wir auch noch nicht alle. Das funktioniert nicht. Geht nicht. Ach, wo soll ich denn mal hin? Nee, ich will jetzt keinen Tipp eingehen. Ich will mal selber gerade hier vielleicht eine Höhle. Und jetzt soll ich nochmal weg hier und... Hä? Das ist jetzt einfach nur so eine dusselige Abkürzung, oder wie? Kann ich hier was machen? Ich
kann hier aber auch nichts machen, glaube ich. Ich hoffe, oder ich vertue mich jetzt hier. Gut, dann jetzt nochmal irgendwie nach rechts. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin soll. Ach, hier hin. You had me so worried. I was afraid I'd never see you again. Thank you for rescuing my son, Detective. Let me help you. I'll prepare the necessary tools and then go back for the children. When the Snow Queen tried to feed me that apple, I took this pendant from her. I don't know what it does, but you should take it. Ach, weil wir den Kai ja gerettet haben. Kapitel 5. Jetzt haben wir den Jungen quasi zurückgebracht, deswegen sollte ich hier ganz zurück. Ja, okay. Und das sind alles seine Kinder hier, oder? Nee, ich glaube, die Kinder, die... Also, der, ich glaube, der eine, der stand hier nur so bei ihm, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Kai ist wirklich sein Sohn. Ach, ist auch egal. Wir sind jetzt in Sicherheit. Und, ne? Gut. Detective, it will take me some time to prepare my tools. Okay. Dann... Tschüssi. Silberner Anhänger, was mache ich damit jetzt? Ach, hier soll ich wieder wimmeln, dann... Legen wir los hier mit dem ganzen Gedöns, was hier schon so hervorsticht. So. Dann. Das da, nee. So ein anderes Hakenteil. Moment, das da, das ist das lange. Dann brauche ich noch so eine Schale. Ist das die? Ja. Dann, ja, das hier. Da. Und jetzt noch dieser, naja, nicht Haken, aber, ne? Das da, das Ding halt. Mensch. Ich sehe immer nur das hier, das ist so doof. Wenn das Auge immer nur das eine sehen will. Aber Gehirn, ich befehle dir, such was anderes. Ja, ich nehme mal einen Tipp, mache ich selten. Also, wo ist es? Da oben in der Ecke. Das war ganz gut getarnt auch. Oh, der Heilige Gral. Aber jetzt haben wir doch... Nein, jetzt haben wir 5. 5, aber keine 6. So. Hier ist Interessantes, wo ich gerade bin. Das ist ja interessant. Sieh sich einer diese bezaubernde Schneekugel an. Ich kann den Gesamtpalast aus der Vogelperspektive sehen. Ja, das kannst du. Kannst du hier irgendwas vielleicht benutzen? Oder so. Weiß nicht, was ich hier für einen Schlüssel brauche. Ach ja, diese magischen Ranken muss ich ja auch wegmachen. Ich weiß aber nicht wie. Aber habe ich ganz vergessen. Den Riss wegmachen und da diese Tür geht mir. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich machen? Finde Schneewittchens Sohn. Ich werde alle Juwelen finden müssen, um diesen Apparat zum Leben zu erwecken. Und ich habe ja noch nicht mal ein Juwel. Was soll ich tun? Ach, da ist ein Kelch vor meiner Nase, den ich mitgenommen habe. Ach, das ist ja schlau. Das ist ja schön. Ja, dann müssen wir, glaube ich, mal wieder zurück. Diese Kelchsammlung jetzt mal machen. So, jetzt habe ich alle hier stehen. Elfenbeinkelch. Jetzt sollen die wahrscheinlich alle getauscht werden, je nachdem, wohin und so. Da sind Muscheln drauf. Und das sieht so nach Wald aus. Und so weiter. Und so weiter. Und so fort.
Bernsteinkelch. Tata. Was jetzt? Ach, ist die Tür jetzt aufgegangen? Och nö. Och nö. Nicht schon wieder. Och Menno, ihr wollt mich ärgern, oder? Menno. Ja, ich wette, jetzt geht's oben lang. 1, 2, 3. Ja, ein roter nur noch, dann habe ich's ja schon verkackt. Nee, habe ich schon... Kann man vergessen, war falsch. Gehen wir mal unten lang. 1, 2, grün. 1, 2, grün. Das klappt nicht. Klappt nicht. Meine Anfangsversuche sind immer eher raten und dann, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann nehme ich eher den. 1, 2, 3, 4, 5. Da lang. Da lang. Ja, das Ding ist, das ist zwar eine schöne Route, aber jetzt fehlen mir noch 5 Grüne. Jetzt muss ich es irgendwie hinkriegen, Grüne mehr mitzunehmen, aber nicht so viele Blaue. Ich darf nämlich nur 5 Blaue. Die meisten Grünen schwirren ja aber auch sonst wo hier rum. Und ich glaube, naja, man könnte auch... Nee, guck mal. Und wenn ich hier unten lang gehe, kann ich hier lang gehen, aber dann komme ich gar nicht zurück. Doch, ich könnte hier einen Schlenker nach unten machen. Aber die meisten Grünen sind da oben. Also ich nehme einfach mal an, dass die Rote schon nach oben geht. Ich kann mich natürlich aber auch wieder total täuschen. Alleine bei 3 Roten, die ich nur nehmen kann. Jetzt habe ich noch 4 Blaue, die ich nehmen kann. 1, 2, 3, 4. Oh, das könnte sogar gehen. 1, 2, 3. Jawohl. Moment. Ich will keinen Fehler machen. Ich glaube, ich schaff's aber. Juhu! Ich glaube, dieses Mal lief's echt besser. Das war jetzt innerhalb von ein paar wenigen Sekunden gelöst. Das andere irgendwie gar nicht. Da war es aber auch echt nur ein Stein, den ich immer vergessen habe mitzunehmen. So, egal. Juhu, ich bin schnell durchgekommen. Was ist jetzt hier? Das sieht doch aus wie so ein Eissarg. Der Sarg ist von einer Hülle aus Kristall umgeben. Wenn ich etwas hätte, das hier hineinpassen würde, könnte ich hineinsehen. Das oder das? Das da, okay. Ordne jedem Tier seine entsprechende Nahrung zu. Ich finde diese Rätsel hier eigentlich immer ganz süß. Ordne jedem Tier seine entsprechende Nahrung zu? Wieso ist jetzt hier so ein halber Fisch, der... Hä? Okay. Das ist schon irgendwie komisch. Gehört der jetzt dahin? Ja. Sieht eher aus wie als ordnet man eher die Schwänze der Tiere den Tieren zu. Und hier ist eine Katze. Warte, ich probiere das jetzt mal aus. Hä? Das sind doch nicht deren Nahrung. Sondern das sind doch einfach deren Schwänze. Ich kapiere das gerade nicht. Hier, das sieht aus wie der Affe. Ja, nee, ist klar. Das sind einfach nur deren Hinterteile. Was sagen denn hier? Hier geht's nicht um Nahrung, Leute. Mal genau, was ihr hier macht.
Der ist total falsch. Ich sehe das schon. Da muss ich jetzt nochmal hier lang. Geht nicht anders. Wunderbar. So. Oh. Seine Hand ist das einzige an seinem Körper, das noch warm ist. Bringt mir das irgendwas? Ah. Dann haben wir ihm das Ding gegeben und da drinnen steht jetzt was? Mein Sohn, eines Tages wirst du wieder an meiner Seite sein. Niemand wird mich aufhalten, das verspreche ich. Deine Mutter Schneewittchen. Okay, das ist der Sohn von ihr. Das ist ja irgendwie schon traurig. Die Schneekönigin in Sorge um ihren Sohn. Ein herzzerreißendes Bild. Okay, jetzt haben wir wieder für die Geschichte. Ah, jetzt können wir diese Geschichte lesen. Das machen wir beim nächsten Part. Dies ist das Porträt von Schneewittchens Sohn. Was ist mit ihm passiert? Vielleicht erfahren wir dann ja das nächste Mal mehr. Chamäleon-Objekt, war das eins? Yay! Okay, super. Da freue ich mich. Die Uhr ist kaputt oder die Zeit selbst ist wie alles andere zu Eis erstarrt. An der Wand steht, eine Kreatur geboren aus Asche erhebt sich und lebt erneut. Tja, sehr mysteriös, aber trotzdem sehr, sehr schön hier und gefällt mir echt gut das Spiel bis jetzt. Ich hoffe euch auch und ich bin echt gespannt, was es damit noch so alles auf sich hat. Wir sehen uns im nächsten Part von der Schmerz, der Schneekönigin. Wisst ihr Bescheid. Bis dann.